Servus Freunde, die heutige vierte Ausgabe unserer Serie vorgestellt, könnte auch fast eine unserer Produktvorstellungen sein, denn heute zeigen wir euch die Android-Applikation Aquarium Manager. Diese verspricht nicht viel weniger, als die gesamte Verwaltung deiner Aquarienanlage aufs Smartphone zu verlagern. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass man die Sammlung seiner Wassertests auch vorher schon ganz gut analog oder in digitalen Listen sortiert hat und sich ja wohl merken kann, was für Fische bei einem im Wohnzimmer schwimmen. Deswegen zeigen wir euch jetzt erstmal, was die App tatsächlich für Funktionen hat und danach kann ja jeder selber entscheiden, ob er den Versuch einmal wagen möchte. Zuerst allerdings das Intro. Ach halt, wer das Video bis zum Ende aushält, der wird dieses Mal belohnt. Wir haben nämlich noch eine kleine Aktion für euch. Mehr wird aber noch nicht verraten. Und Vorspulen gilt nicht. Die App kann sich jeder Android-Nutzer im Google Play Store herunterladen. Einfach Aquarium Manager in die Suche eingeben. Ja, ich weiß, das Ding kommt erst an dritter Stelle. Dämlich, aber Google halt. Sehr positiv stechen für mich die Bewertungen von 4,3 und die überwiegend guten Kommentare ins Auge. Darum installieren wir das mal. Gleich nach der Installation können wir ein Aquarium einrichten. Um es vorab zu sagen, die Jungs vom Aquarium Manager haben mir für das Video den Prototypen einer neueren Version zur Verfügung gestellt. Der hat ein paar zusätzliche Funktionen, die Grundfunktionen sind natürlich gleich. Ich konfiguriere das Ganze jetzt mal auf mein 60 Liter Aquarium. Ein Tetra Aqua Art 60 von Weihnachten vor 4 Jahren. Von Tetra, klar. 60 Liter ist ein Gesellschaftsbecken, das erkennt ihr hier gleich. Süßwasser natürlich, hat glaube ich um die rund 100 Euro gekostet. Die Schweizer Franken stehen hier bei mir nur, weil das Handy aus der Schweiz ist. Ja, Notizen. War mein erstes Aquarium. Ich glaube, das passt jetzt erstmal so. Und dann geht's ab ins Kontrollzentrum. Die App ist werbefinanziert. Wer die Werbung loswerden möchte und zudem mehr als 2 Aquarien in seine Liste aufnehmen, der muss dafür jeden Monat einen kleinen Betrag zahlen. Aber schauen wir mal, was wir hier so einstellen können. Okay, also oben kann man zwischen den Becken hin und her switchen und alle Angaben unabhängig zu jedem Aquarium machen. Dann gibt es da im Menü den Reiter Pfleglinge. Pfleglinge schließt eigentlich alle Wasserbewohner ein, die nicht wirbellos sind. Also Wirbeltiere quasi. Und ich füge jetzt hier mal einen fiktiven Frosch hinzu. Einen Hymenochirus Bradgeri mit dem Namen Günther. Geburtstag, 1. April. Also eigentlich finde ich das mit dem Nicknamen und dem Geburtstag echt süß, auch wenn ich nicht weiß, ob wirklich viele Nutzer tatsächlich diese Angaben so nutzen. So, jetzt fügt man noch ein Foto hinzu. Das allerdings kann man nicht aus der App herausschießen, was ein bisschen blöd ist, aber man kann eines aus seinen Alben auswählen. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Man kann natürlich auch gleich eine größere Menge an Fischen auf einmal hinzufügen. So wird es wahrscheinlich auch der Besitzer dieses Aquariums hier machen. Nehme ich mal an. Außer er will alle Fische mit Spitznamen in seiner Datenbank haben, dann natürlich nicht. Egal, ich schweife ab. Fügen wir zum Späßchen nochmal einen wirbellosen Unterwasserbewohner hinzu. Cool finde ich, dass er hier auch gleich ein paar Vorschläge macht und man was eintippt. Ich bin dann nämlich relativ tippfaul und er bietet mir auch gleich einen Populärnamen an. Wir nennen das Garnelchen jetzt nicht Gabi und schicken das ab. Und wir sehen auch gleichzeitig noch ein Bild, das die App bereits hinterlegt hat, obwohl wir gar keines hinzugefügt haben. Und das Bild stammt wahrscheinlich von Chris Lukab, denn der hat laut den Entwicklern einige Bilder für die Garnelen-Datenbanken, ich nenne es jetzt mal, gesponsert. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache, denn wenn man zu faul ist zum Fotografieren, dann hat man gleich schon ein Bild. Ja, und weil es so viel Spaß macht, fügen wir auch gleich nochmal ein paar Garnelen mehr hinzu und verschenken die fiktiven Dinger gleich wieder an einen Freund, einfach um mal auszuprobieren, wie leicht man die wieder rauslöschen kann. Das geht nämlich ziemlich fix. Probieren wir das Ganze nochmal an einer Pflanze. Bei der Weilesnerie kennt er leider keinen deutschen Namen. Naja. Und wir fügen noch eine Komponente hinzu, wie sie heißt. Das kann also Technik sein, wir machen es jetzt mal mit einem Tetra-Außenfilter. Die weiteren Angaben da unten sind eigentlich ziemlich geil. Man kann sich nämlich von der App ansagen lassen, wann man seine Technik warten muss. Ich gebe dazu als Datum für die Wartung mal heute an. Und schon sagt uns das Kontrollzentrum, unser Filter bräuchte Aufmerksamkeit. Na gut, die brauche ich auch. Wer die App selten öffnet, kriegt die Meldung aber auch in seinem Android-Feed, wie man hier sieht. Nachdem wir den Filter brav gewartet haben, schreiben wir darüber einen Eintrag ins liebe Tagebuch.
Und ein Blick in die Kosten verrät uns, dass wir mal wieder ein bisschen zu sehr über die Stränge geschlagen haben. Zumindest kann man hier sehen, was man so über die Zeit an Aquaristik, an Geld für die Aquaristik ausgibt, wenn man nicht gerade so viel YouTube-Money zur Verfügung hat. So, jetzt füttern wir die App nochmal mit ein paar Wasserwerten. Fix eingetippt für den Samstag und den Sonntag. Und schon erscheinen jede Menge Diagramme in unserem Kontrollcenter. Hier sehen wir folglich die Entwicklung verschiedener Werte im Laufe der Zeit. Oh Gott, der Leitwert ist ja drastisch angestiegen. Das müssen wir beobachten, dass dem Tier nichts passiert. Man kann die App also an vielen Stellen mit Bildern personalisieren und mit einer Menge Daten füttern. Ehrlich gesagt war ich selber ein bisschen überrascht, was es da teilweise an verborgenen Features gibt, weil das ist mir beim ersten Durchschauen gar nicht so aufgefallen und vor allem, als ich die App installiert habe, hätte ich nicht gedacht, dass der halt einige, ja, verborgene Details hat. Da gibt es also echt etwas, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ja, und ich habe sie jetzt hier am Telefon, Daniel Rindt und Carsten Lenzen vom Entwicklungsteam. Fangen wir mal mit dir an, Daniel. Wer bist du? Was machst du so? Ja, hallo. Moritz, ich bin Daniel, bin 35 Jahre alt, wohne in Berlin und wie du ja schon weißt, mit dem Carsten zusammen brauchen wir diese Aquarium-Manager-App. Beruflich mache ich das auch, bin also seit vielen Jahren schon Softwareentwickler und seit ungefähr 4-5 Jahren für Android als Entwickler unterwegs. Das klingt ja nicht schlecht. Wie schaut's mit dir aus, Carsten? Ja, hallo erstmal, mein Name ist Carsten, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Viersen, für die, die das nicht kennen, das ist an der Grenze zu Holland in Nordrhein-Westfalen. Beruflich bin ich Chemielaborant und ja, zur Aquaristik bin ich gekommen, weil ich mir mit ungefähr 7 Jahren zu Ostern unbedingt ein Aquarium gewünscht habe, was ich dann bekommen habe. Ja, und seitdem hat mich der Wahn nicht wieder losgelassen. Und wie kamt ihr jetzt dazu, nicht nur weiter Aquarien zu haben, sondern auch gleich noch eine ganze App dazu zu entwickeln, mit all dem Aufwand, den so ein Projekt mit sich trägt? Ja, bedingt dadurch, dass ich natürlich ja schon ja als Softwareentwickler längere Zeit schon unterwegs war, ist natürlich für mich immer so ein ja, Thrill dabei, zu schauen, was kann man mit Software machen, welche Sachen im Alltag kann man verbessern, verschönern, vereinfachen, einfach hilfreiche Werkzeuge entwickeln. Und so war natürlich dann die Excel-Liste von Anfang an eigentlich immer nur so ein stiefmütterlich benutztes Werkzeug. Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, wie man das Ganze starten könnte, ob man das überhaupt macht. Und klar, man will natürlich vielleicht auch damit Geld verdienen als Produkt. Das waren halt alles so Faktoren, die da eine Rolle hineinspielen. Konzeptionierung, das Ganze soll natürlich auch anwenderfreundlich sein und nicht nur aus meinem Kontext und meiner Betrachtung heraus funktional, also das soll natürlich dann auch die breite Masse ansprechen. Das sind natürlich alles Faktoren, die man da berücksichtigen sollte oder die ich berücksichtigen wollte an der Stelle. Und ja, so hat sich das dann zugetragen, dass ich dann irgendwann mal letztes Jahr im April haben wir angefangen loszulegen, die App wirklich, also sprich zu programmieren, Grafiken zu machen. Davor war das eigentlich immer alles nur Unterhaltung, Konzeptionieren, auf Papier irgendwas zeichnen. Wir haben da, wie gesagt, noch jemanden mit im Boot, der Konzeption, Grafik macht, Grigoris, der heute leider nicht dabei ist. Das ist halt eben der Frontmann für alles das, was Bedienung, Grafik und Konzept angeht. Es ging halt einfach darum, von der Excel-Liste wegzukommen und einfach auch was Schönes auf einem Mobilgerät zu haben. Das war eigentlich der Hintergrund von dem Ganzen. Ja, und so sind wir dann zu dem Aquarium-Manager gekommen. Zumindest haben wir es dann ganz zweckmäßig so getauft, dass man sofort weiß, worum es geht. Und damit kann man eigentlich meiner Meinung nach ganz gut eine Excel-Liste ablösen. Ja, jetzt kann die App ja schon einiges. Wie ich euch einschätze, reicht euch das aber nicht. Was kommt denn noch auf uns zu? Was plant ihr noch in Zukunft? Ja, natürlich haben wir zunächst erstmal nur Grundfunktionalitäten eingebaut. Ich denke, da haben wir sogar schon mehr getan, als das, was bislang im Markt überhaupt zur Verfügung steht. Also wir kriegen immer wieder E-Mails, die uns bestätigen, dass es doch noch ein sehr einmaliges Produkt ist. Und natürlich haben wir zukünftig natürlich viel vor. Viel Vorhaben ist natürlich auch immer ein schönes Vorhaben, nur leider ist das auch immer alles zeitlich sehr begrenzt. Also es ist halt so, dass niemand daran
hauptamtlich daran arbeitet, also das heißt, meine Wenigkeit, die ja für die Implementierung und Entwicklung zuständig ist, ist halt immer alles nur aus meiner Freizeit gesponsert, was ich nunmehr fast seit fast einem Jahr mache. Ich sitze also ja im Prinzip nach meinem Hauptjob, der auch schon 8 bis 10 Stunden am Tag in Anspruch nimmt, doch noch einige Zeit an dem Aquariummanager. Und von daher geht es natürlich auch nur sehr langsam voran, aber wir haben noch, wie gesagt, einiges auf dem Schirm, um deine Fragen zu beantworten. Wir wollen also demnächst, wollen wir Produkte verkaufen über die App. Das heißt also, dadurch, dass wir natürlich Equipment kennen, Verschleiß kennen, wir die Produkte genau kennen. Also man kann ja über einen EAN-Scanner die Produkte sehr genau erfassen. Das heißt, man muss gar nicht alles mit der Hand eintippen. Wobei ich dazu sagen sollte, dass das für die kommende 0.19-Version erst released wird, also die aktuelle Version, die die breite Öffentlichkeit momentan zugänglich hat, kann das noch nicht. Das heißt also, man kann dann damit auch später ganz schnell Produkte nachkaufen oder um vielleicht nochmal auf unsere Beratungstool kurz einzugehen, was wir da jetzt integriert haben, wo der Carsten gleich noch einiges zu sagen kann. Da kann man dann halt eben später, also in den nachfolgenden Varianten oder Versionen, wird es dann Möglichkeiten geben, dass zum Beispiel bei Algenproblemen Produkte vorgeschlagen werden, die halt eben gewisse Probleme lösen, aufgrund der Wasseranalysen, die man halt eben eingibt, Sachen, die sich dort ergeben. Das wird also Zukunftsmusik sein. Und ja, dann wird es noch eine Tauschbörse geben und noch viele andere Sachen, die auch der Carsten gleich mal erzählen könnte. Ja. Carsten. Ja, also in naher Zukunft startet natürlich erstmal das besatzabhängige Wasseranalyse-Tool, was halt unabhängig vom Besatz, den man in seinem Becken pflegt, die Wasserwerte analysiert. Und eben falls bei Unstimmigkeiten auch Verbesserungsvorschläge gibt oder falls Tiere nicht zusammenpassen, was auch ganz klar anzeigt. Das ist sicherlich ein sehr hilfreiches Feature. Gerade für Einsteiger ist das sehr hilfreich. Mhm. So kann man auch Fehlberatungen zum Beispiel durch den Zoohandel ein wenig umgehen. Und ja, in Zukunft ist noch viel mehr geplant. Wie ihr in dem Video dann erfahrt, wird auch bald ein Fotowettbewerb starten, wo wir uns sehr auf eure Hilfe freuen. Dann wird es höchstwahrscheinlich in nächster Zeit die Funktion geben, dass man das ganze Becken praktisch mit seinem ganzen Besatz und seinem ganzen Volumen, so wie es ist, teilen kann, auch mit den Wasserwerten in soziale Netzwerke, um dort gezielt Fragen zu stellen bezogen auf seinen Besatz. Ja, und in naher Zukunft wird es dann auch noch eine Toolbox geben, die dann zum Beispiel ermitteln kann, ob das Tier, was ich gerade in der Zoohandlung sehe, zu meinem bisherigen Besatz passt oder ob die Pflanze, die der Zoohandel da gerade verkaufen möchte, überhaupt Aquarien geeignet ist. Denn leider passiert es ja immer wieder, dass nicht Aquarien geeignete Pflanzen im Handel auftauchen. Auch bei Algenproblemen wollen wir in Zukunft helfen und es soll sowas wie ein Berechnungstool geben für alle möglichen relevanten Werte der Süßmeer- und Brackwasser-Aquaristik, also zum Beispiel Kiesrechner, CO2-Rechner, Düngeplan, Calciumrechner etc. Klasse, dann danke ich euch ganz herzlich und hoffe, man hört in Zukunft noch viel von euch. Ja, danke Moritz, wir bedanken uns auch recht herzlich und hoffen auf gute Zusammenarbeit auch in Zukunft. Ja, vielen Dank, lieber Moritz. So, das eigentliche Interview ging noch ein gutes Stück länger, einen Link zum kompletten Gespräch findet ihr am Ende des Videos. Jetzt habe ich ja bereits erwähnt, dass Chris Lukaub einige Garnelenbilder für die Datenbank hinzugefügt hat. Jetzt wäre es aber viel praktischer, wenn man für viel mehr Tierarten und Pflanzen voreingestellte Bilder zur Verfügung hätte. Aus diesem Grund gibt es einen Fotowettbewerb, der, ach welch Zufall, am heutigen Montag, den 11. August 2014 startet. Ihr könnt dafür eure Bilder von Garnelen, Fischen, Krebsen, Pflanzen, allen Arten, die man so im Aquarium pflegen kann, einschicken und habt auch noch die Chance auf ein paar Preise. Unter allen Teilnehmern werden nämlich 6 Gutscheine verlost. Einmal 12, 6 und 3 Monate werbefrei plus unbegrenzte Anzahl an Aquarien, die man pflegen kann und 3x 3 Monate werbefrei. So, und abschließend haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Sollten ein paar von euch jetzt mit dem Gedanken spielen, den Aquariummanager mal selber auszuprobieren?
oder ihn bereits nutzen, dann schenken wir euch hiermit einen Monat lang eine werbefreie Nutzung der App. Links seht ihr den QR-Code, den ihr abfotografieren müsst, um die App zu installieren, und rechts den QR-Code, den ihr innerhalb der App über Gutschein scannen fotografieren müsst, um an der Aktion teilzunehmen. Beide Codes sind in der Beschreibung verlinkt, sollten die im Video nicht funktionieren, einfach mal über diesen Weg ausprobieren. Wir geben keine Garantie, dass es funktioniert, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und die Aktionszeit begrenzt. Also nicht zaudern und nicht zögern, sondern fix die Aquarium-Manager-App herunterladen. Und wenn nicht, dann kann man sich ja mal wenigstens unsere anderen Videos anschauen. Oder den Kanal abonnieren, das ist sowieso das Beste. In diesem Sinne, habt einen wunderbaren Sommer und Urlaub und bleibt dem fischigen Hobby treu.